Mit diesem schicken Gadget kann man die Frisur aus dem Essen fernhalten. Was ist das? Japan, was macht ihr? Dieses gigantische Teil zum Ausklappen enthält Schippe, Hake und Schaufel und... Kann mir bitte jemand helfen? Das Video, das ist zu krank. Leute, Japan ist ein absolutes crazy Land, okay? Also Deutschland ist auch ein bisschen crazy, aber Japan ist auch sehr crazy. Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Und ich bin mit meiner Herzchenbrille definitiv nicht crazy. Wenn ihr richtig crazy seid, dann lasst doch jetzt schnell schon mal einen Daumen hoch. Ich würde sagen, das Video macht mir die 10.000 Likes voll. Warum mache ich meine Brille dafür kaputt? Ja, warum hab ich eine Sporthose an und einen Gürtel? Achso, aus meinem letzten Video noch. Schaut es euch unbedingt an. Es geht um die britische Garde. Ja, ich war Mitglied in der britischen Garde. Los geht's! 10.000 Likes! Let's go! Wie sagt man so schön, es gibt doch nichts, was es nicht gibt. Mhm. Auf Japan könnte dieses Sprichwort wirklich ziemlich genau zutreffen. Denn die Japaner, die haben alle einen an der Waffe. Ja, die haben so krasse Erfindungen. Die sind ja auch, ich glaube, in China wohnen inzwischen die meisten Milliardäre der Welt, weil die so erfinderisch sind, weil die so ehrgeizig haben, weil die eine ganz andere Vorstellung von Durchziehen von Arbeit haben. Die arbeiten sich wirklich tot den ganzen Tag. Und ja, da kommen natürlich auch richtig verrückte Erfindungen bei rum. Fake-Brüste. Weil es vielen japanischen Vätern gerade in der ersten Zeit nach der Geburt schwerfällt, eine richtige Bindung zu ihrem Baby aufzubauen, haben sie diese falschen Plastikbrüste entwickelt. Wenn die Frau mal aus dem Haus ist, kann sich Mann die Dinger einfach umschnallen, mit Milch befüllen und dann kann das Füttern schon losgehen. Verrückt, oder? Wie bitte? Was? Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Zeit hatte sich das Pausenbrot zu schmieren, der kann auf diese merkwürdige Erfindung zurückgreifen. Einen mit Butter gefüllten Stift, mit dem man sich mal ebenso das Toast beschmieren kann. Das kleine... Okay, das ist tatsächlich eine coole Erfindung, aber auch irgendwie einfach unnötig. Also es sind so kleine Mini-Probleme, für was man jetzt eine Lösung sucht, ne? Also ganz ehrlich, kleiner Tipp an euch, ja, an euch geschäftlichen Magangster da draußen, wenn ihr reich werden wollt, erfindet einfach eine Problemlösung, ja? Wir Menschen haben viele Probleme und sobald wir eine Lösung dafür haben, kaufen die Leute euch das Produkt tot, weil wir wollen alle Lösungen für unsere Probleme haben. Also sucht euch ein Problem, findet eine Lösung dafür, bringt das auf den Markt und schon seid ihr reich. Ich bin reich! Geschäfte mit Money! Und keiner mehr Angst haben, sich beim Gemüseschälen in die Finger zu schneiden. Mhm. Denn das Festhalten übernimmt jetzt eine künstliche Hand. Ob das wirklich was bringt, ist die eine Sache. Skurril ist dieses Hilfsmittel aber allemal. Wieso eine künstliche Hand? Das bringt einfach, warum eine künstliche Hand? Denk, nimm irgendwas dazwischen. Also da brauchst du ja keine künstliche Hand für. Oder schneide die einfach nicht in den Finger, ganz einfach. Was sind denn das für Erfindungen? Die gehen definitiv zu weit. Mein Herz ist schon wieder am Rasen. Ich koche schon wieder. Was ist das? Ich check's nicht. Was ist das? Was soll das? Was bringt uns das? Ich das Kinn runtersackt, weil man so müde ist und man seinen eigenen Kopf nicht mehr halten kann. Genau für diesen Fall wurde ein Kinnhalter in Japan entwickelt, in dem man seinen Kopf während der Zugfahrt reinlegen kann. Wie bescheuert das aber eigentlich aussieht, scheint den Japanern wohl eher egal zu sein. Das ist wirklich so ein Stativ. Das ist so ein Stativ, das nimmst du überall mit hin und dann kannst du so halten, dann kannst du so pennen, dann kannst du im Stehen pennen. Super. Wenn du wegnickst, ich glaube, die Beine sacken dann ja auch zusammen, denn also das bringt doch gar nichts. Ich war einmal in meinem Leben so müde, dass ich tatsächlich im Stehen häufiger eingeschlafen bin. Das weiß ich noch, das war mal auf einer Klassenfahrt, da haben wir irgendwie zwei Nächte durchgemacht, weil wir da, das war 18, 19, haben uns nachts rausgeschlafen. Soll ich die Story erzählen? Oder kriege ich dann Ärger von meinem ehemaligen Schulleiter? Oder sollen wir die Likes voll machen? Okay, wir machen die 12.000 Likes voll. Und bei 12.000 Likes erzähle ich die Story. Generell, ich muss auch noch die Story mit der Nachbarskatze erzählen, weil ihr im letzten Video habt ihr auch irgendwie die Likes voll geballert. Also, das ist schon ein paar Videos her. Die erzähle ich auch. Okay, die erzähle ich dieses Video, ja? Aber macht jetzt die 12.000 Likes voll, dann erzähle ich die Story von der Klassenfahrt. Ist auch sehr lustig. Wer abends alleine unterwegs ist oder auf der Straße plötzlich Leuten begegnet, mit denen er auf keinen Fall sprechen will, der sollte sich dieses verrückte Kleid kaufen. Im Handumdrehen kann man sich darin nämlich in einen Getränkeautomaten verwandeln und ist perfekt getarnt. Ja, und was bringt dir das denn? Siehst du aus, das sieht ja jeder, dass da jemand eine Decke hochhält. Das sieht ja nicht wirklich aus wie ein Getränkeautomat. Wie oft will ich diese Brille eigentlich noch absetzen in diesem Video? Das ist ja geisteskrank. Ich meine, wir haben noch nicht viel von dem Video. Ich bin schon wieder... Ich bin... Was?
Was ist das? Japan! Hört mir doch mal zu, Japan! Was macht ihr? Was? Wer kennt es nicht? Plötzlich juckt der Rücken und man kann der Person, die einem helfen will, einfach nie... Was kommt jetzt? ...nie beschreiben, wo genau er kratzen soll. Ja, okay, mit diesem T-Shirt wurde dem Problem endlich ein Ende gesetzt. Also, falls irgend... Da sagst du denn bitte einmal auf F5 kratzen, bitte! What the heck? Du kannst dir nicht mal auf den Rücken gucken, du weißt doch nicht, wo die Stelle ist. Du kannst doch einfach, pass auf, du kannst der Person doch einfach das zeigen. Da, bitte da kratzen. Oder du sagst, bitte da kratzen. An die meisten Stellen vom Rücken kommt man ja hin. Der umgedrehte Regenschirm. Diese Erfindung muss einfach von jemandem kommen, der es hasst, irgendwas zu verschwenden. Mit diesem Regenschirm, der auf dem Kopf steht, kann man bei schlechtem Wetter nämlich das Regenwasser in einem Beutel auffangen und anschließend weiterverwerten. Keine Ahnung, wer auf so eine bescheuerte Idee. Ja, aber guck mal, dann wirst du ja auch, guck mal, wenn der Regen mit Wind kommt von der Seite, wisst ihr, dann kommt der von der Seite, dann wirst du klitschenass, weil ein Regenschirm ist ja extra so gebeugt, damit er dir Schutz gibt. Das bringt doch gar nichts. Dann hast du zwar Wasser danach aufgefangen, super, du hast 2 Liter Wasser, ist geil, nicht zu verschwenden, finde ich gut. Du weißt aber auch nicht, ob der Regenschirm richtig sauber oben ist und so weiter. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Auf jeden Fall am Ende hast du denn zwar einen coolen neuen Zweck, aber der alte Zweck von einem Regenschirm geht komplett verloren, weil du halt einfach von außen nass wirst dann. Maggi erklärt die Welt oder was? Ich werde nicht mehr. Mädels, aufgepasst. Jetzt ist Schluss mit langen Haaren, die in der Suppe landen. Mit diesem schicken Gadget kann man die Frisur aus dem Essen fernhalten. Ein Zopfgummi würde es zwar auch tun, aber die Japaner scheinen gerne ein bisschen over the top zu sein. Ja, over the top und einfach over the hässlich. Auch einfach over the hässlich. Was sollen die Menschen denn denken? Wie sieht das denn aus, wenn du so am Esstisch sitzt? Wie sieht das denn aus? Stell mal vor, du hast ein Date. Du denkst, oh geil, heute Abend Date und so weiter. Setz dich an den Tisch und setz das Teil auf. Der Typ ist über alle Berge. Der nimmt dich nicht mehr ernst, der will dich nicht mehr sehen. Geschweige denn mit dir, ne? Was ist das denn? Ich bin verrückt. Das Putzbaby. Warum das eigene Kind nicht ein bisschen sauber machen lassen, wenn es eh den ganzen Tag auf dem Boden rumkrabbelt? Dieser Strampler aus Japan hat integrierte Staublappen. Nein! Was ist der Sinn, die Absicht, der Zweck hinter diesem Video? Ich weiß es nicht. Was? Was für ein Mensch kommt auf diese Idee, die denkt so, ja, die Babys krabbeln eh den ganzen Tag über den Boden, dann können die direkt den Boden auch sauber machen. Dann können die auch einfach direkt den Boden direkt sauber machen. Mashallah, Mignon. Kann mir bitte jemand helfen? Das Video, das ist so krank. Ich komme nicht klar. Weiter geht's. Eine andere echt verrückte Erfindung, die sogar außerhalb von Japan echt gut ankommt, ist dieser Suppenkühler. Der kleine Ventilator kann an den Stäbchen befestigt werden und soll beim Essen die heißen Nudeln abkühlen. Komisch angeschaut wird man mit so einem Teil aber wahrscheinlich trotzdem. Ja, natürlich. Vor allem, du willst mit Stäbchen essen. Das Teil wiegt ja auch ein bisschen. Okay, das kann leicht sein, weil das Plastik ist. Okay, meinetwegen. Aber das sind doch Probleme. Man wartet einfach 5 Minuten, dann ist der Kram auch kalt. So einfach geht das denn auch wieder nicht, ja? Freunde, machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Magings, an das Kanalmitglied Olesia XXX, an Miraculous Wunderwelt Dragon Girl 45. Einen längeren Namen hättest du dir auch nicht ausdenken können. Ne? Und an Lisa natürlich. Vielen Dank für eure lieben Kommentare. Wenn ihr mir dieses Video auch grüßen werden willst, dann schreibt einfach einen lieben Kommentar. Tief durchatmen, weiter geht's. Toilettenpapierhut. Wer mit nervigen Allergien zu kämpfen hat, sich mal wieder die lästige Grippe eingefangen hat oder auf der Party einfach nur keinen Bock hat, lange vor dem Klo anzustehen. Dann kommt der Toilettenpapier. Das ist bestimmt ein Hut, den man aufsetzen kann. Und da ist Toilettenpapier dran, dass man jederzeit sich für Allergien... Den. Der hat mit diesem skurrilen Hut immer sein eigenes Klopapier dabei. Du siehst auch überhaupt nicht bescheuert aus, wenn du den verdammten Klopapier-Dings auf deinem Kopf rumträgst. Das sieht überhaupt nicht bescheuert aus. Zieh das einfach an, wenn ihr ein Date habt. Ihr habt euch frisch verabredet, ihr geht gleich in die Stadt. Juhu, endlich treffe ich mein Date. Wir haben ein halbes Jahr geschrieben. Wuhu, endlich, hoffentlich magst du mich leiden. Dann kommst du mit dem Teil an. Ich sag dir, das Date ist über alle Berge. So schnell kannst du gar nicht gucken. Das trägt kein Mensch. Wenn Umweltaktivisten in Japan neue Produkte erfinden, dann endet das unter anderem in so einem Ding hier. Mit dem Reis-BH werden die Frauen zu ihrem eigenen Garten und können der Reispflanze beim Wachsen zusehen. Was? Das ist eine Reispflanze und die hat sie als... Ja, und wenn... Also man möchte den ja auch mal aus... Oder... Was? Das hab ich nicht gehört. Das hab ich nicht gehört. Das hab ich nicht gehört.
ansonsten bin ich verstört. Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht, seid ihr. Wer jetzt gedacht hat, es kann nicht mehr schlimmer werden, der sollte sich mal diese Nasenstöpsel anschauen. Oh, erfunden wurden sie für alle, die das ständige Nasenputzen einfach leid sind. Wenn die Nase läuft, sollen die kleinen Behälter alles auffangen. Nicht nur, dass dieses Gadget echt bescheuert aussieht, das mit dem Atmen klappt dann wahrscheinlich auch nicht. Ja, der musste halt durch den Mund atmen, aber wie eklig ist, dann nimmst du den Stöpsel raus und oh, volles Ding. Er ist voll und dann leerst du den aus oder was und steckst du den wieder rein. Also was ist das denn? Das nervt doch. Irgendwann willst du auch Freiheit haben. Du willst das ja raus haben. Für alle, die sich nach dem Essen gerne mal die Hände an der Hose abwischen, wurde dieser mehr oder weniger praktische Hosenaufsatz erfunden. An den beiden Lappen kann man sich nun die dreckigen Hände abwischen, ohne seine Hose zu ruinieren. Oder man nimmt einfach Tücher. Man nimmt einfach Tücher. Die stellt man sich einfach neben seinen Teller und wäscht sich danach die Hände damit. Hä? Okay, was kommt jetzt? Hände wurden in Japan übrigens nicht nur für die Küche zum Gemüseschneiden erfunden. Es gibt sie offensichtlich auch als Handyhülle. Wer beim Telefonieren oder im Alltag mal wieder das dringende Verlangen danach hat, mit jemandem Händchen zu halten, soll durch diese verrückte Erfindung weniger einsam sein. Nach dem Video fühle ich mich wirklich einsam. Ich fühle mich sehr einsam, aber ich habe kein Verlangen nach diesen Erfindungen. Was bringt dir das denn, wenn du deine Hand hast? Du weißt doch, dass das eine künstliche Hand ist. Wo bringt dir das denn irgendwie Gesellschaft oder weniger Einsamkeit? Ich würde gerne lachen, Freunde. Ihr wisst, El Maggi ist eine Frohnatur. Aber bei diesem Video werde ich einfach nur sprachlos. Regenschirmschuhe. Bei manchen Erfindungen aus Japan weiß man aber auch einfach gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. So geht es einem auch irgendwie bei diesen Regenschirmschuhen. Ein Gadget zu entwickeln, das die Schuhe bei Regenwetter trocken hält, ist ja gar keine so schlechte Idee. An der Umsetzung hier kann man aber definitiv noch etwas feilen. Was ich am Anfang meinte, wenn ihr reich werden wollt mit der Erfindung, vergesst es einfach, okay? Oder macht Erfindungen, die uns weiterbringen, aber nicht Regenschirme für Schuhe. Die Werkzeugkrawatte. Der Entwickler dieses tollen Produkts dachte sich wohl, es wäre eine kluge Idee, den Werkzeugkasten mit einer Krawatte zu verbinden. Macht das nicht, okay? Ihr braucht kein Lineal, eine Schere in eurer Krawatte. Der Erfinder, der meinte das sicherlich nur gut, aber es braucht ihr nicht. Das meinte ich nicht mit coolen Erfindungen. Warum Schere, Büroklammern und Notizzettel auf dem Schreibtisch lagern, wenn man es auch direkt um den Hals gebunden tragen kann? Der Tomatenroboter. Ob die Sportwelt sowas echt noch gebraucht hat? Wohl eher nicht. Ein japanischer Safthersteller hat einen Roboter vorgestellt, der Joggern beim Laufen Tomaten reichen soll, um sie mit genügend Nährstoffen zu versorgen. Das Gerät, das aussieht wie ein Roboter, wird auf den Rücken geschnallt. Die haben das hier sogar vorgestellt auf so einer Messe. Okay. Ich frage mich gerade, soll ich lieber aus dem Fenster springen oder gegen den Baum fahren? Bruder, was? Bruder, was? 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 Ich verliere den Glauben an die Menschheit. Ich meine, du hältst auch eine Stunde durch, ohne Tomaten zu essen. Was willst du denn auch mit Tomaten? Da kriegst du ein paar Vitamine, super, aber eine Banane ist viel wichtiger, weil du Kohlenhydrate brauchst. Also Vitamine sind auch wichtig. Aber was ist das? Vor allem hast du so ein Teil die ganze Zeit auf den Schultern beim Joggen. Das nervt doch unnormal. Geht einfach ganz normal joggen, ja? Setzt eure Herzchenbrille auf, aber benutzt nicht so eine Tomatenmaschine. Die braucht niemand. Normale Taschenmesser kennt heutzutage eigentlich jeder. Mhm. Aber habt ihr schon mal ein Gartentaschenmesser aus Japan gesehen? Dieses gigantische Teil zum Ausklappen enthält Schippe, Hake und Schaufel und... Einfach Taschenmesser in groß! Ey, wie viel wiegt das denn bitte, wenn da eine Schaufel dran ist, eine Hake? Da hast du alles mit dabei, aber du hast jedes Mal musst du so ein Riesenteil tragen. Damit etwas auszuschaufeln macht doch gar keinen Spaß. Was ist das denn? Und soll dafür sorgen, dass man zur Gartenarbeit nicht immer so viel schleppen muss. Ob ihnen das gelungen ist? Na. Ich weiß ja nicht. Das Kussgerät. Für Paare in Fernbeziehungen oder Superstars, die ihren Fans ein bisschen Liebe zurückgeben wollen, wurde dieses komische Kussgerät entwickelt. Alles, was man tun muss, ist sich mit seinem Partner per App zu verbinden und schon kann man während dem Videoanruf dem runden Silikonkissen einen fetten Schmatzer geben. Mit speziellen Sensoren wird dann der Druck gemessen und an das Kussgerät des Partners weitergeleitet. Was? Hört sich ziemlich verrückt an, ist es auch, oder was meint ihr dazu? Das ist meine Reaktion. Welche verrückte Erfindung aus Japan hat euch denn am besten gefallen? Mir hat gar keine gefallen, Bro. Das ist nicht, ich verliere den Glauben an die Menschheit. Was ist das denn? Und dann facetimest du und küsst hier so. Das ist doch, das ist das Unangenehmste, was ich je gesehen habe, Freunde. Das sind
verrückte japanische Erfindung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr nicht in der Marke seid. Mein Name ist Almago. Ich würde mich freuen, wenn du ein Abo da lässt. Und vor allem auch einen Daumen hoch da lässt, ja. Das geht ganz schnell, Freunde. Die Story, ich glaube, die Katzen-Story erzähle ich im nächsten Video. Und wie gesagt, ich würde sagen, bei 12.000 Likes erzähle ich meine Klassenfahrt-Story. Also smasht auf jeden Fall den Like-Button. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in aller Frische beim neuen Video. Hier kommst du auch zu meinem Shop, hier kannst du mich abonnieren. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis morgen. Ciao, ciao.